Hallo Leute, es geht weiter mit der Invincible in Final Fantasy 3. Wir haben wieder unser Schiffchen wieder und Unai ist weg. Und jetzt sollen wir irgendwie dem Fluss folgen von Saronia. Und ich habe jetzt hier schon die ganze Zeit blöd rumgesucht, bin aber irgendwie falsch geflogen. Wir sollen südlich diesem Fluss folgen. Irgendwie. Und dann irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Aber hier ist doch, also hier geht's schon mal nicht lang. Ja. Geh ich mal hier lang. Folgen wir dem Fluss. Südlich. Südlich. Es ist nicht südlich. Es ist westlich. Hier vielleicht rüber? Ach, guck mal, hier kann man jetzt rüberfliegen. Ach so. Ach, ich verstehe. Das sind so kleine Hügel. Und diese großen kann man gar nicht überqueren. Ja, dann fliegt man drüber. Ist ja lustig. Ja, und dann finden wir ja jetzt hier irgendwas. Es ging anscheinend vorher nicht. Ach, guck mal hier. Hier waren wir noch nicht. Ja, dann landen wir mal hier. Gehen wir hier mal hin. So. Speichern wir mal. Und das Ganze, nachdem wir jetzt Odin haben, gucken, was uns hier erwartet. Falgabad. Oder Falgabad. Oder huch, ein Dunkelritter in der Theke? 640 Gil. Hier, nee, ganz sicher nicht. Hallo. Willkommen in Falgabad, dem Ort des Trostes für diejenigen, die die Kunst der Dunkelklinge zu beherrschen suchen. Nichts passiert. Okay. Voll das Dunkelritterdorf. Nur jene, welche die innere Dunkelheit überwinden können, Dunkelklingen führen. Dunkelritter sind darin wahre Experten. Yep. Was gibt's bei euch so zu kaufen? Die eher einfachen Zauber? Oh, jetzt muss ich tatsächlich mal richtig gehen. Wenn man immer so viel aufnimmt. Und dieser Stress. So. Willkommen im Magnet Kupo. Ach, wir kriegen gar keine Nachrichten mehr. Niemand will mehr mit uns reden. Rüstung. Dämonenpanzer, Dämonenschild. Ja. Vielleicht sollte ich denen eher mal was verkaufen. Mit deren Angebot mal ein bisschen peppt. Ashura. Wirksam gegen sich spaltende Gegner. Das will ich haben. Das finde ich gut. Und hier haben wir einen Yoichi-Pfeil. Aha. Aha. Angriff 70. Das sind gute Sachen. Dieser Bogen und das Ding hier. Nur wir haben nicht genug Kohle. Aber wie man schon sieht, habe ich hier Refia schon wieder umgemodelt. Sie ist jetzt schon wieder ein Mönch. Ich wollte unbedingt diese Krallen mal ausprobieren. Nimmt's mir nicht übel. Aber Refia ist ja sowieso so flexibel, dass ich denke, ja, kann man machen. Die legendäre Klinge Masamune ist seit langem verschollen. Ich hörte jedoch, dass sie verborgen auf einem wahren Meister wartet. Auf uns. Sie wartet auf uns. Vor langer Zeit gab es Kämpfer, die mit Dunkelklingen und kraftvollen Wurfwaffen kämpften. Man nannte sie Ninja. Die Monster in der Höhle der Schatten nördlich von Amo können nur mit Dunkelklingentechniken besiegt werden. Niemand kehrt jemals zurück. Einige Monster sollen sich spalten und vermehren, wenn man sie mit physischen Attacken angreift. Das gibt sozusagen doppelt Ärger. Oh ja, die sind so doof. Die Monster, die in dieser Höhle ihr Unwesen treiben, kann nur ein Meister der Dunkelklinge erlegen. Ihr habt da überhaupt keine Chance. Wieso, wir sind doch... Sollen wir alle Dunkelkrieger werden? Müssen wir das jetzt alle? Macht das mal. Wir werden jetzt alle Dunkelritter. Oh, nicht Gelehrter, Dunkelritter bitte. Pum. Ja, aber habe ich denn für alle überhaupt so gute Rüstsachen? Sagt er jetzt, wir können rein? Nee, wir haben keine Chance, egal ob wir alle das sind oder nicht. Aha.
Was ist denn los? Was ist denn das Problem? Ich will das jetzt können. Ich mach die fertig da drinnen. Ich will da rein. Lasst mich rein. Also hier können wir uns wiederbeleben. Da drinnen scheint also echt die Hölle los zu sein. Mhm. Hier können wir uns für viel zu viel auch ausruhen und für viel zu viel Sachen, Nee, muss nicht sein. Oh, Entschuldigung. Oh, das ist, wenn man morgens aufnimmt. Ich will jetzt rein. Also ich kann da einfach rein. Ich dachte, er hält uns jetzt ab oder so. Heiliger Hammer. Aha. Ja. Nee. Wenn die nicht alle Dunkelritter sein müssen, dann mache ich die auch nicht alle zu Dunkelrittern, ist doch klar. Weil deren Level sollen ab und Rüstzeug und so und alles. Ach, Nies muss ich auch noch. Was ist denn los hier heute? Echt so. Beruhig, überleg gerade. Also, dann werde ich die auf jeden Fall wieder ummodeln. Also sie ist natürlich stark anderweitig jetzt gerade, aber ja, jetzt wollte ich sie halt mal sehen mit ihren Krallen. Nö. Wir können den Ingos ja auch als Dunkelritter lassen. Das kann ja nicht schaden, dann haben wir zwei. Ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn da immer so diese Dreifach-Dinger kommen. So, dann rüsten wir den mal wieder. Ach, der ist schon ausgerüstet, stimmt. Ja, das ist ja genau. Wir haben ja jetzt für sie Metallkrallen, Feenkrallen, Drachenkrallen, Katzenkrallen und Tigerkrallen. 82, 89, 100. Dann nehmen wir die natürlich, die Metallkrallen und die Feenkrallen. So, dann kriegst du hier die schwere Dings, Dunkelrobe und Diamanthandschuhe. Dann haben wir es wieder für dich. So, und du brauchst jetzt eigentlich ein neues Schwert, wieder 30, 55, 95. Das ist auf jeden Fall das Defendus, habe ich extra für ihn ja noch gekauft gehabt. Damit der auch mal eins hat, damit er auch gut Schaden macht. 32, 50, 55. Dann das Blutschwert. Sehe ich das richtig? Ja, das gehört zu den stärkeren. Gut. Warum machst du... Du hast ja hier voll die schlechten Kopfbedeckungen. Ach so, weil er ja kein Weißritter mehr ist, sondern doof. Ist natürlich doof. Das hat er nicht so wirklich gute... Sachen an, aber okay. Und er hier sowieso nicht. Aber egal. Gut. Alles klar. Ich gehe aber nochmal raus. Und speichere jetzt, weil jetzt dann... Ich kann ja hier gar nicht speichern. Oh, muss ich das jetzt wieder anders machen? Nee, wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. So, wir gehen mal rein. Wir gucken mal, was hier los ist hier im Laden. Ja, gar nicht. Ja, geh mal raus hier. Sollen sie kommen? Dämonenpanzer. Ja. 38, 21... Ja, du hast ja eigentlich, du bist ja gar kein Dunkelritter, deswegen kriegst du den jetzt. So, aber dann kann der andere ja den anziehen. Dann ist der ein bisschen gestärkter, glaube ich, 20. Naja, mit einem Punkt mehr. Das ist nicht viel, aber immerhin. So, und jetzt hängen wir hier. Da, oh, jetzt geht's los hier. Opferung. Angriff. Opferung. Angriff. Ja, die teilen sich tatsächlich schnell. Aber das kriegen wir schon hin. Der ist schon mal weg. Jetzt opfern die sich, teilen die sich bestimmt wieder, aber mal gucken. Der ist schon mal weg. Jetzt teilt der sich. Na, dann mach mal hinne. Mach ihn platt, bevor er sich teilt. Jawoll.
dem Hintergrund ist ein Ausgang. Da kann man aber gar nicht hin. Wo sollen wir denn hin? Hallo? Kann man hier noch wo lang? Ach, nee. Hä? Hier ist doch gar nichts. Das ist doch einfach nur eine Höhle mit nichts. Ich dachte, jetzt kommt hier voll die Belohnung oder so. Ah. Na toll. Und schon ist wieder der nächste da. Schweinebacken. So, mach ihn platt. Ist ja alles unsortiert hier. Wieso sind meine Rüstungssachen immer oben? Das ist total doof. Weg mit ihm. Ist das jetzt einfach nur eine Übungshöhle oder was? Da waren jetzt einfach nur zwei Sachen drin und... Yay. Monster, die in dieser Höhle ihr Unwesen treiben, kann nur ein Meister der Dunkelklinge legen. Ihr habt da überhaupt keine Chance. Ja, wir waren schon drinne. Wir sind schon wieder draußen. Gar nichts los. Hm. Die Monster in der Höhle der Schatten nördlich von Amor können nur mit Dunkelklingentechniken besiegt werden. Niemand kehrt jemals zurück. Aha, wir müssen also in die Höhle der Schatten nördlich von Amor. Und Amor weiß ich, wo ich das finde. Aber eigentlich will ich jetzt hier die Sachen haben. Habe ich jetzt ein bisschen mehr Geld? Ja, für diesen... Nee, habe ich immer noch nicht. Doch, für das Ashura. Das will ich ja auch haben. Ja, jetzt habe ich das Ashura schon mal. Das ist immerhin. So, dann rüste dich damit mal aus. 95 Lähmung. Ashura, Ashura, Ashura. Das ist voll gut. Dann macht er auch ordentlich Schaden. 195 ist sehr gut, finde ich. Der hatte doch auch einen besseren Helm, oder? Oder nicht? Hm. Dann bleibst du mal jetzt hier so ein Dunkelritter, genauso wie der andere. Das finde ich gar nicht schlecht. 55, dann kannst du ja das andere haben mit der Lähmung. Dann machst du auch wieder ein bisschen mehr Schaden. Finde ich gar nicht schlecht. Genau. Und wir haben jetzt halt nicht genug Geld. Wir können ja aber jederzeit hier wieder herkommen. Das mache ich natürlich dann auch. Genau, geh mal raus. Um den anderen Kram zu kaufen. So, jetzt wollen wir mal nördlich von Amor fliegen. Muss ich hier den Weg wieder zurück, ne? Kannst du hier nicht wieder zurück? Wie soll ich dann hier rauskommen? Geht doch. Also, die kleinen Hügels. Wissen wir Bescheid, wie wir hier rumfliegen können. Aber dann kann man sich ja auch gleich ein bisschen umgucken. Jetzt checke ich das ja auch mit den Hügeln. War ja vorher irgendwie gar nicht klar. So, dann kommen wir hier mal raus. Gehen wir mal nach Süden. Süden. Kommen wir auch schneller voran. Die ist ja jetzt nicht mehr so schnell wie das andere Luftschiff. Aber naja. So, jetzt müssen wir hier rüber. Dö-dö-dö-dö-dö. Die Hälfte haben wir schon mal. Es dauert jetzt alles ein bisschen länger. La la la, da sind wir endlich. So. Ach, guck mal, hier können wir zum Beispiel auch rüber. Huch, wir werden angegriffen. Ah, Hilfe. Ja, dann opfer dich gleich nochmal. Beistand.
Huch. Ach, unser Schiff. Wenn wir vom Schiff aus angegriffen werden, dann werden kloppt das Schiff auch mit drauf. Das ist ja auch cool. Das finde ich gut. Klasse, unser Schiff verteidigt uns. Jupa. Also wir können da oben lang, wir können hier lang. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt hier kommt. Aber hier ist ja auch nichts, das sieht man ja. Ist einfach nur so ein Fake-Kram. Och, Leute. Ist gut jetzt. Pom. Voll witzig. Die stecken aber auch ganz schön was ein. Kann aber auch ganz gut austeilen. Supi. Wenn wir schon mal hier sind. Müssen wir mal überlegen. Eigentlich wollte ich ja nach Amor. Lass mich hier schon wieder ablenken. Ich meine, Amor war hier rechts von uns. Dann machen wir das nämlich erstmal zuerst. Diese komische Mega-Höhle. Da kann man auch lang. Da sehe ich diese ganzen kleinen Hügelketten. Da kann man bestimmt rüber hopsen. Hier auch. Sieht man da so immer so ein bisschen. Und jetzt bin ich verwirrt. Wie komme ich da denn? Nee, ich bin schon richtig. Ich muss nur irgendwie rechts mehr hin. Genau. Hier so. Weil hier war ja irgendwo Amor in der Nähe. Und dann hieß es nördlich davon, ne? Und dann müssen wir dann noch hinkommen. Irgendwann. Wenn wir in Amor auch vielleicht nochmal kurz übernachten oder so. Hier, wo ist die Wasserstadt? Lille. Müsste eigentlich hier jetzt bald kommen. Ach, habe ich mich doch wieder verfahren. Ist doch direkt. Direkt. Gibt's doch nicht. Da ist eine Höhle. Bin ich zu weit rechts irgendwie. Ich komme ja aber auch hier nicht durch. Ah. Da auch nicht. Ach, das waren diese Ecken, wo man tauchen konnte, was ich jetzt leider gar nicht mehr kann. Ah, da fällt mir ein, dass ich ja dadurch auch gar nicht mehr die Zauber holen kann, die ich nicht geholt habe. Das ist ja auch blöd. So. Ach, das war gar nicht Amor. Das war westlich da unten. Ich sehe es jetzt. Okay, ich bin falsch. Moment. Da wir aber eh nördlich davon sein sollen. Hier ist Amor. So, warte mal, ich lande mal hier nochmal. Genau. Damit wir nochmal einmal pennen können. Und dann muss ich hier keine Energiezauber und so verwenden. Das war, glaube ich, rechts entlang. Hier rüber. Nee. War das doch links? Ja, war links. Okay. Ist nämlich viel günstiger, hier zu schlafen. Kostet nur 200 Gil und nicht 600 irgendwas. Tada! So, ja, geschlafen wie ein Stein. Ja. So, raus mit euch. Ganz raus. Muss ich wieder über die blöden Brücken laufen. Raus. Ach, wo ist denn jetzt das? Nördlich. Eher dem Fluss folgen, ne? Und dann nördlich, glaube ich. Das macht mehr Sinn. Also. Waren wir doch hier eigentlich ganz richtig? Kann man hier noch lang? Nein.
Das wäre zu weit südlich. Vielleicht doch eher hier entlang, über die Wälder. Ja, dann gehen wir halt doch über die Wüstengeschichte hier. Was soll das? Dann habe ich wenigstens einen Plan. Aber da kann man nicht lang. So. Wir müssen hier halt irgendwie in diesen Kessel mal reinkommen. Das ist ja immer das Problem, dass wir hier irgendwie nicht so reinkommen. So, in diese Mittengeschichten. Wie kommt man denn da rein? In diese Wüstenecke. Ach, guck mal, da hätte ich doch nach rechts gekonnt. Warte mal. Kann sie... Nee, die Invincible kann hier nicht... Nee. Aber du kannst... Du kannst darüber. Und kannst du... Und du kannst... Ach so! Ah, alles klar. Okay. Jetzt habe ich's. Hops und hops. Mhm. Wir hopsen hier durch die Gegend. Okay. Alles klar. Gott, wo führt uns das denn hin? Ach, guck mal, da ist eine Höhle. Ich habe ja gesagt, wir finden noch eine Höhle. Nee, da... Obwohl, wenn ich hier jetzt lang gehe, kann ich da vorne nicht auch rüber? Nee, kann ich nicht. Ich muss hier über diese Dreiergeschichte. Das ist ja auch nervig. Ja. Irgendwann kommen wir an... Angriff. Mensch. So. Alles klar. Weiter geht's mit unserem Gehopse. So. Hier. Kannst du da nicht? Kannst du hier rüber? Ja. Damit wir hier so... Genau. Damit wir hier bei der Höhle auch mal hinkommen. Ach, das hat jetzt so lange gedauert. Jetzt speichere ich erstmal. Raus mit euch. Ja, und ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir uns dann mal diese Höhle hier an. Jetzt haben wir es ja geschafft. Jetzt bin ich froh, dass ich sie gefunden habe. Bis dann!